Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Season 6. Ach, halt doch mal dein Maul, Peter. Alter, Peter ist immer noch viel zu laut. Das ist ja echt kranker Scheiß. Geht gar nicht, ey. Ich hab den schon 5 Dezibel runtergestellt. Weißt du, benutzt erst noch X-Ray? Und ja, dann noch, weißt du, X-Ray benutzen hier und dann geht gar die Fresse aufreißen. Also alle Leute, die das geschrieben haben, die haben halt voll das die Scheiße. Stimmt. Ich hab kein X-Ray benutzt. Das, ja, also haben wir doch gesehen in der Aufnahme. Ja, das eindeutig. Nein, das war nicht die Wahrheit. Ich bin da nicht in Ordnung. Ach, deshalb gewinnt Peter immer, wenn wir fighten. Ja. Was meinst du, warum der auch so viele Diamanten gefunden hat plötzlich, Sepp? Ja, ganz spontan mit X-Ray. Alles so, so wie Hardy. Weiß nicht, was X-Ray ist. Ich finde das total unfair. Ich hatte Flickering-Probleme. Ja, Flickering-Probleme am Arsch, Junge. Flickering-Probleme. Dennis hat dem Amerikaner gemacht. Also, vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr ihn darauf aufmerksam gemacht habt. Heißt also, jetzt spielen wir mal wieder fair hier. Ja. Nein. Weil guckt euch das Video ganz genau Ende an bis zum Ende. Wenn ihr meint, dass Peter gecheatet hat, postet das alles bei Hardy auf der Facebook-Kanal. Alter, aus, bloß auf mit der Scheiße! Ich will solches Gespamme nicht mehr haben, das ist doch total nervig. Ja, Hardy macht das auch immer facebook.com/derHardy. Alter. Der Hardy einfach geil ist. Hardy, du kannst einfach deine Facebook-Seite löschen. Man hat in der Aufnahme sogar gesehen, dass ich an den Grafikeinstellungen probiert habe und dann ist diese komische Scheiße auch weggegangen. Also ich höre nur bla bla bla. Man hat in der Aufnahme auch gesehen, dass ich das an- und ausgemacht habe. Was man allerdings nicht sieht, ist, dass Peter mit seinem Lappy gleichzeitig auch noch spielt, mit seinem zweiten Charakter und mit dem cheatet er nämlich die ganze Zeit wie Hulle. Ne, der hat einfach die Karte da laufen. Ja, okay, da sind Blobs bei dir im Schiff. Voll geil. Aber geil. Ach, bist du immer noch am Farm? Ja. Ich möchte mal gucken, ob Hardy noch da ist. Boah, ne, bitte nicht. Das willst du sogar, dass Hardy, das sich Hardy doch gar nicht richtig Dennis. Geil gefarmt mit Diamanten und so. Das lohnt sich richtig zu killen. Hardy killen, lange, die sind doch schon lange in Sicherheit gebracht. Ja, dann lauf mal bei ihm. Wie heißt du nochmal? Ach ja, Sepp. Warte, Mongo. Was meinst du, Dennis? Warten Mongo, ne? Warten Mongo, ne? Warten Homo. Peter ist auch ein Homo. Er hat sich letzte Woche hat er sich geoutet. Ich hatte ja einen Arsch gepackt. Und sein Freund heißt Günther. Peter hatte richtig Probleme am Wochenende mit seinem Hintern. Oh ja. Der brennt immer noch. Stimmt. Aha, Peter. War gut, ne? Nee. Nee, war nicht gut. Das mache ich nicht nochmal. Einmal und nie wieder. Was hast du denn gemacht? Alter, fick gesagt, dich, Bram! Meinst du, was die Toilettenhersteller an Peter verdient hätten, wenn du irgendwie so pro Spülen zahlen müsstest oder so? Komm, Bram, du Nutte. Ich bin schon wieder weg. Ganz weit weg, Hardy. Ich bin schon die Leiter wieder hoch. Ja, auf jeden Fall. Bist du an der Kiste, wo Diamanten draufsteht? Alter, jetzt fällt dir aber ganz schön was runter aus dem Creeper-Spawner. Dammit, Christian, was hast du damit gemacht? Ey, das wird ja immer voller. Hast du den nochmal optimiert? Nein, ich hab da nichts dran gemacht. Alter, die fallen ja runter wie die Fliegen. Ich dachte, Fliegen können fliegen und fallen nicht runter. Sei doch mal froh. Fliegenfalle hier. Boah, ich hab Hardy gerade ultimativ getrollt, ey. Ja. Klutsch mir die Kimme, Dennis. Du wirst es. Alter, was vibriert denn hier die ganze Zeit? Dein Arschloch. Nimm doch dein ich wollte gerade sagen. Ohne Scheiße, Alter. Vielleicht kriegst du Nachrichten? Nein, mein Handy ist. Ich hab mir schon ein paar Mal drauf geguckt. Ist das mein. Mein Handy ist, hab schon ein paar drauf geguckt. Dein Kühlschrank vibriert. Ist das mein. Alter, ich höre halt immer so. Alter, ist das nervig. Wer hat den epischen Kühlschrank? Donny hat schon Warnvorstellungen. Herzlich willkommen. Ich hab zu viel Walking Dead gezockt. Ja. Haben die irgendwas an der Light Engine getan? Irgendwann ist das bei mir dunkler geworden, hab ich das Gefühl. Ja, die haben ein bisschen Cola Light eingeführt. Oh. Peter liegt an einem X-Ray das gerade aus. Der war so schlecht, dass er schon wieder gut war. Nee. Ja, nur du, der war so schlecht, dass er immer noch schlecht war. Einmal 360. Ach, halt dein Maul, Peter. Ich weiß gar nicht, warum Hardy mich aktuell so lieb hat. Alter, halt mal dein Maul, du scheiß komisches. Alter, Hardy, einfach geil. Teil hier, ey, du dämlicher Schleim.
Schleimbastard, Alter, ich kann dich sehen. Schleimbastard. Ja, ich weiß, dass du mich sehen kannst. Schleimbastard. Oh mein Gott. Deine Mutter ist auch ein Schleimbastard, ey. Hey, du Spacko. So. Ich finde das sehr beunruhigend, wenn Dennis die Alter spielt. Die laufen einfach noch so lange Tränke. Guck mal, ich nur mal den Turm angucken, den habe ich nicht gesehen von den. Ist noch nicht viel passiert. Geht's eigentlich noch irgendwann mal höher? Nee, ich lasse das so für immer. Könnte ja sein, dass du hier dann eben so ein Schwimmbecken oder sowas, wo du runterspringen kannst. Nee, da geht es irgendwann noch höher. Alter, Bram, willst du mich verarschen? Was machst du denn dann, Peter? Ich hab noch eine Rakete draufsetzen, oder was? Oder nein, baust du die ISS mehr dann? Es geht innen noch höher, es geht nicht höher vom Turm an sich. Ich dachte, du baust die ISS. Ach, mal wieder. Na, Hadi, fühltest du dich getollt? Ja, ich bin tatsächlich sogar einmal umgedreht und wieder zurückgelaufen. Ich dachte, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, Leute, dann hab ich schon so viele fucking geile. Geil. Bin ich schon wieder unsichtbar, oder was? Naja. Nee, ja, Dennis hat Gefallen daran getan, nichts Produktives mehr in dieser Season zu leisten. Ja. Was hast du denn Produktives geleistet? Ich? Ja? Ich hab was Tolles gebaut. Ach ja, stimmt. War das eigentlich schon die längste Season, die bis jetzt gemacht wurde? Yep. Ja. Ja, dass wir hier mal wieder, ne? Ja, dem ein Ende bereiten. Hattest du das gerade heißt noch was Gutes gefragt? Wie lang die letzte war? 200 Folgen. Boah, krass. Boah, krass! Dann haben wir bald Gronkh eingeholt, ne, mit seinen 800 Folgen. Ja, auf jeden Fall. Wobei, mit allen Seasons zusammen? Nee. Da waren noch welche, die sind kurz. Ich glaube, Season 3 oder so sind 20 Folgen lang. Wir cheaten uns ja auch mit 10 Minuten Folgen da in die Höhe. Na, Battles haben wir auch noch. Und stimmt. Und Adventure Map ist ja auch noch. Macht eine Schippe eigentlich mehr Schaden als deine Hand? Ja, auf jeden Fall. Als deine Hand auf jeden Fall. Adi ist nicht wie Wolverine. Der schneidet sich nie die Fingernägel. Was? Wie kommst du jetzt auf, dass ich mir nie die Fingernägel schneide? Und wo du drauf stehst, Adi. Genau, du bist halt und Mongo. Und Mongos schneiden sich nie die Fingernägel. Besser runter zu schorfen. Mongos schneiden sich nie die Fingernägel. Ja, hab ich gelesen gerade bei Wikipedia. Bei Mongopedia stand da drin. Also das ist ein Eintrag für der Hagen. Ja, ne, heißt Hadipedia. Also, wenn dann, glaub ich, nur einer. Nee, das heißt Hadipeda. Hadipeda. Genau, www.hadipeda.de. Oh mein Gott, Christian ist da. Ja. Ja, dann ist es für alle anderen vorbei, den Spawner zu benutzen. Nee, noch nicht. Ich muss erst mal Sachen wegbringen. Spawner auf die kleine Mucke wieder anschmeißen. Ach ja, stimmt. Ach ja, jetzt höre ich das selbst hier unten. Das steht neben dir. Ach, du bist hinter mir gespawnt. Aber geil. Das Ding steht da unten. Jetzt höre ich das selbst hier unten. Ja, Moment, habe ich einfach... Christian, hier ist da so ein Crafting-Ding, ja genau. Ich brauche noch ein paar Schwerter. Ach man, 5,5 Level noch. Ah, die kenne ich. Ich will mir die ultimative Spitzhacke zusammenbauen. Oh ja. Dafür fehlt aber, dafür muss ich jetzt hier ein bisschen, ne? Du weißt Bescheid. Aua. Die Ultimate Pickaxe. Was hast du denn da? Achso, den kannst du ja noch wieder zusammenschustern, ne? Naja. Ja. Ich will jetzt Far Cry spielen, verdammt, ey. Ja, das sah echt gut nicht aus bei euch im Video. Auf jeden Fall, das sah ziemlich geil aus. Das war so geil. Wann kommt er raus? Also, nächste Woche Freitag? Ja. Aber das war ja mega geklaut bei Assassin's Creed irgendwie, oder? Ja, sind wir gleich Entwickler. Ja, aber die... Was machen wir? Wir haben zwei verschiedene Spiele. Lass mal einfach Spielinhalte zusammenlegen. Das ist der gleiche... Ja, solange dabei ein gutes Spiel rauskommt, ist mir scheißegal. Ah, das stimmt. Das ist eigentlich auch besser, so Far Cry war irgendwie nicht mehr so der Burner. Far Cry 2, ne, das war echt. Ja, cool. Das war ja. Ich glaube, ich habe es 2 Stunden gespielt und da habe ich gedacht, lieber weg damit. Ja. Alter, wie schnell hier so eine scheiß Steinaxt kaputt geht. Hadi, weißt du, Hadi hätte ja Star Wars kaufen sollen. Oh, Spaß, Hadi, willst du den Fight haben oder was? Können. Was hätte der Hadi machen sollen? Den Wookie synchronisieren. Das stimmt. Kennt ihr die neuen South Park-Folgen? Vielleicht wird ja Hadi angefragt für die neuen Folgen. Von Disney, meinst du? Oh, wir haben mal geil. Ja.
Bei Sars